Russland drosselt Gaslieferungen und entfacht damit eine neue alte Debatte rund um Atomenergie. Während Deutschland streitet und einige keinen Grund sehen, die Laufzeit der letzten drei aktiven Kraftwerke zur Stromerzeugung zu verlängern, möchte Frankreich seine Atomkraftproduktion weiter ausbauen. Kanada hingegen betreibt aktuell 19 Atomkraftwerke und könnte zum wichtigsten Lieferanten von Uran werden. Drei Länder, drei Wirtschaftsdelegierte der WKÖ und die Frage: Atomkraft, ja oder nein? In Kanada gibt es insgesamt 19 Atomkraftwerke, 18 davon alleine hier in der bevölkerungsreichsten Provinz in Ontario. Die Abhängigkeit von Atomkraft ist in Kanada von Provinz zu Provinz unterschiedlich. Während British Columbia und Quebec primär den Strom aus Wasserkraft erzeugen, wird in Ontario 57% des Stroms aus Atomkraft erzeugt. Kanada hat aber auch ambitionierte Klimaziele, die es gilt 2050 zu erreichen. Damit ist klar, dass Atomkraft nach wie vor eine Rolle spielen wird. In Frankreich ist die Kernenergie heute die wichtigste Quelle für die Erzeugung und den Verbrauch von Strom. Die französische Stromproduktion ist zu 70% von der Atomkraft abhängig. Frankreich hat sich bis 2050 auch zur CO2-Neutralität verpflichtet. Kurz vor seiner Wiederwahl betonte Frankreichs Präsident Macron, dass sowohl der Ausbau der Kernkraft als auch der erneuerbaren Energien und hier vor allem Offshore-Windkraft zur Energiezukunft Frankreich gehören. Auch wenn Atomkraft also einen hohen Stellenwert in Frankreich erlangt hat, heißt das aber nicht, dass sie mehrheitlich in der Bevölkerung als grüne Energie angesehen wird. Mit dem Regierungswechsel im Dezember des vergangenen Jahres regiert nun SPD, die Grünen und die FDP zusammen. Und mit einem sehr ehrgeizigen Programm wollte man den raschen Umstieg von fossilen Brennstoffen auf erneuerbare Energien und Ausschluss der Atomkraft. Nunmehr stellt sich aber die Frage angesichts der Lieferengpässe und der drohenden Versorgungslücken, was macht man? CDU, CSU fordern bereits wieder die Inbetriebnahme der Atomkraftwerke. Der deutsche Wirtschaftsminister Robert Habeck möchte aber nicht eine neue Atomkraftdiskussion hier in Gang setzen und schließt eine Wiederinbetriebnahme oder eine Verlängerung der noch laufenden Atomkraftwerke aus. Aus seiner Sicht soll jetzt mit Kohle dieser Übergang geschafft werden, beziehungsweise die Versorgungssicherheit garantiert werden.